Hallo Leute, herzlich willkommen zu In Session with Fox 5. Ja, es ist unglaublich, ich kann es selber nicht glauben. Wir schreiben mittlerweile das Jahr 2017. Wir haben April, es ist noch recht schattig. Und ich sitze hier an dem Ort, an dem die erste In Session with Fox ist natürlich auch... Okay, wir fangen noch einmal an. Ah, tut mir leid, ich bin ja fast wie... jetzt geht's. Kann ich ja, ne? Hallo Freunde. Ja, oder? Ja, wir schreiben doch auch immer Freunde bei Fox auf der Seite. Ja, ist authentisch. Ja, mach doch, ist okay. Ja, hallo Freunde, wir begrüßen euch zur neuen In Session with Fox DVD. Du sollst das Jahr weglassen. Was? Du sollst das Jahr weglassen. Ich hab doch nur Hallo Freunde gesagt. Nee. Nein. Ja. Ja, hallo. Ach so, okay. Ach so, das meinst du. Ich hab gedacht, das Jahr 2017 hast du gemacht. Okay. Ja. Super. Der war drauf, oder? Der war drauf. Du bist ein Arsch. Das war die Retourkutsche. Das war's recht, ey. Hab ich jetzt einen Mann da oben? Guck mal. Ja, warte mal, ich drück dir wieder runter, ey. Komm, mach Catch and Release, setz sie wieder zurück. Naja, komm. So. Es gibt jetzt gute Outtakes. Ja. Arme verschränkt oder Hosen da? Verschränkt. Komm, verschränkt. Ja? Ja, ihr müsst richtig labern. Ja. Läuft. Jetzt sind wir hier an dem Altarm beim Naschib. Hi Naschib. Servus. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier angeln dürfen. Gerne. Bei dem mega Kaiserwetter, es ist ja über 20 Grad, also man kann schon fast oberkörperfrei angeln. Gut, Einlass an. Das war nicht lustig. Ich war nochmal. Okay. Die Runde geht an dich. Das ist imperfekt, oder? Very nice the distance. Oder Benny? Ich bin very happy, ey. Ey, over 20 Kilo. Thank you very much, Harry. Ist ja geil, Mann. Stab ist aber auch echt gut, ne? Anaconda. Schön dünn, ey. Ja. Lädt sich richtig auf. Braucht man gar nicht so viel Kraft, weißt du? Musst du nur so ein bisschen schwingen und schon fliegt das. Ja. Ne, Marc? Alter, wird da nicht so viel. Weißt du, was der gestern hier reingewichst hat? Ist doch nix, Mann. Lädt Ellie hier voll rein, Alter. Er gilt wieder richtig. Er macht wieder richtig Geld. So. Boah, bist du fertig da? Können ja, wir? Warte, ich muss noch kurz diesen. Das war knapp, ey. Hier. Ja, eben bin ich wiedergekommen, habe natürlich dem Marian davon erzählt, wie wir unten die Fische gesehen haben. Und dass da unten wirklich richtig gut aussieht. Dann haben wir uns erstmal beratschlagt. Wir haben auch hier eine super Stelle, weil hier ist es schön tief. Wir haben ein bisschen Strömung hier. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall mal noch eine Nacht. Haben die Route ein bisschen anders gelegt und haben uns als Backup noch einen See hier in der Nachbarschaft angeguckt, der wirklich extrem gut aussieht. Also wirklich, sieht wirklich sehr, sehr, sehr karpfentechnisch aus. Und wir gucken jetzt die Nacht hier, ob noch was geht. Was ist denn das? Karpfentechnisch? Ich wollte nur nichts sagen. Wie karpfentechnisch? Das sieht karpfentechnisch aus. Was ist das denn? Ey, ist doch scheißegal. Nein! Aber ich sag jetzt nichts mehr. Aber stört das dann. Ja, der Müll, ne? Du kannst einsteigen. Es ist immer so schön. Geil, gell? Du bist dicker drauf, Mann. Ja? Nicht so viel Zucker. Warum? Das siehst du aber nicht aus. Die zwei von der Muppet Show. Guck mal, der Benny pinkelt. Oh.
Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Marian Sura. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von How to Lost a Fish. Ich bin hier zusammen mit Peter Schwedes. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben richtig gehört, mit dem Peter Schwedes. Vielen auch bekannt als der Schweden-Peter, der Schlechter, der 40-Kilo-Mann oder auch einfach nur der. So, meine Lieben. Schauen Sie mal, da ist er. So. Ja. Herr Schwedes, ich würde gerne wissen, wie fühlen Sie sich an so einem wichtigen Morgen, ja, wenn Sie nach einem langersehnten... Was ist denn richtig mit dir, ey? Langersehnten Biss. Ich bin fix und fertig, ey. Ich habe 2 Stunden gekämpft, ich bin batschnass geschwitzt, dehydriert. Und du kommst mir an und stellst mir so scheiß Fragen. Aber Herr Schwedes, fressen Sie bitte das Mikrofon. Herr Schwedes, Sie müssen uns doch bitte reden und Antwort hier stehen. Ja, ich muss einen Scheißdreck. Es ist furchtbar. Sogar, kannst du mal sagen, wo meine... Es ist furchtbar. Wo meine Boilies sind? Warte, was einmal mit den Boilies? Ich kann nicht dafür, dass du hier so eine Unordnung hast. Also frag nicht immer mich. Mein Gott. Guckt euch das mal an. Diese Unordnung. Ja, ich will das, laufen Sie bitte nicht weg. Ja, man hat uns... Wo ist einmal mit dem Boilies? Nö. Dieser kleine, der halbhohe. Wo der Teig drin war und die Boilies. Benni? Was guckst du mich an? Du weißt, welcher Eimer das ist. Ja, ich kann, geh mal gucken. Kann sein, was das ist. Ja, natürlich. Mit der Tüte Teig rumgelaufen. Ja. Man kann auch die Tüte Teig aus dem Eimer rausnehmen und den Eimer irgendwo stehen lassen. Ich gehe gerne nachsehen. Ja, du hast es auch weggenommen. Ey, der Sura. Pah. Das ist unglaublich. Also, allein vom Weg, vom Parkplatz bis hierhin, hat er überall Sachen liegen lassen. Alles. Socken. Eck, Couch, Satzwinderreifen. Der ist echt unfassbar. Soll ich jetzt was sagen, Benni? Ja, 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 ja. Hau rein, es riecht geil. Soll ich dir noch mal ein bisschen... Los, hau rein. Hast du deinen Koks genommen? Seriös, guck seriös. La, 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 la. Geht das? Geht das? Geht das so mit meinem Haar? Warte, warte. Okay. So ein bisschen was im Mundwinkel hängen. Noch so eine jetzt Fischstäbchen. Lass, warte. Oh, Action! Das ist ein großer, dicker Actionfilm. Ja, das ist der Predator. Ja. Wir gucken jetzt nochmal, was hier so funktioniert. Und dann gehen wir rauf ja, die Schottergruben, ey. Und dann machen wir noch Schottergruppen Hollywood, ja. Jetzt hört auf, ey. Das ist ein echter dicker Schottergruppenkampf. Das ist ein richtig dicker Schottergruppenkampf. Da sind wir nach wie auf den Bergen, ja. Ja, meine Schwester ist meine Freundin, ja. Ja, meine Eltern sind auch Geschwister, du kleiner. Oh, das wird alles mal gegen mich verwendet, ey. Oh, guck mal, der Qualm zieht wieder zu den Dummen, ey.